Anstrengend und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Animal Crossing Happy Home Paradies. Ich wollte euch mal das Gymnastikzeug zeigen, also wie wir zusammen Gymnastik machen. Ich finde das sehr süß gemacht. Außerdem hatte ich das heute auch als Guckmalen des Tages. Weil das muss man schon sagen, ich mache wirklich, wenn ich online gehe, dann mache ich jedes Mal Gymnastik und auch natürlich gehe ich Kaffee trinken. Kaffee trinken war ich aber eben gerade schon. Ich wollte aber euch jetzt mein Gymnastikkram. Was? Ach, hier, den macht munter. Also ich bin schon 14 Mal hier, 16 Mal Dings gewesen, also Kaffee trinken gewesen. Ich habe heute zum Beispiel auch eine Kaffeetasse geschenkt bekommen. Aber gut, außerdem war ich heute auch schon bei HW, habe mir eine neue Frisur verpassen lassen. Von dem Schampudel. Eigentlich heißt er ja Trude, ne? Trude, der Schampudel. Aber ist auch vollkommen in Ordnung. Aber jetzt müssen wir wirklich mal dringend zur Arbeit. Carlotta wartet schon. Ich gehe da nur einmal die Woche hin. Mach drei Häuser und dann gehe ich wieder. Ach, du gehst arbeiten, Roger. Kann gleich losgehen. Aber bist du bereit? Ja, ich habe alles, was ich brauche. Na dann los. Trude. Udo, los! Ich muss jemand zur Arbeit. Viel Glück. Ich gehe da nur einmal die Woche hin, weil ich nur einmal die Woche aufnehme das Spiel. Und Carlotta ist bestimmt sehr unzufrieden mit mir, kann ich mir vorstellen. Die gut bezahlte Sachen. Weil ich traue mich halt nicht auf die Insel zu gehen, weil ich Angst habe, dass denn irgendwas losgeht hier mit unserem Bono. Hallo Maika, lange nicht gesehen. Bevor du wieder an die Arbeit gehst, sprich doch mit Carlotta. Wir haben einen Wolf. Oh, und eine komische Gothic-Ente. Wir machen den Wolf. Wir machen sowas von dem Wolf. Alle anderen können da bleiben, wo sie sind. Aber wir machen den Wolf. Stumpi. Er sagt immer, dass wir mit Carlotta reden sollen. Aber der sagt nie, warum. Ich denke, jedes Mal jetzt kommt es, dass wir das erste Gebäude machen dürfen. Guten Morgen, Maika. Uhr. Krasses Bambusbäumchen. Es gibt's, möchtest du mit der Arbeit beginnen? Ja. Alles klar, dann zieh doch bitte deine Uniform an. Der nächste Auftrag unterscheidet sich etwas von deinen sonstigen, was? Denn wir haben eine Genehmigung bekommen, eine Schule zu gestalten. Neuigkeiten. Nicht wahr? Um ehrlich zu sein, kam die Genehmigung um einiges früher, als ich erwartet hätte. Dies ist ein wichtiger Moment in der Geschichte der Ferienhausagentur. Unsere erste Einrichtung. Daher brauche ich auch deine Hilfe dabei, alles in der Tat umzusetzen. Sehen wir uns das gleich einmal an.
Ich hoffe, dass Lumpi gleich noch da ist. Für den nächsten Part. Schule. Da fehlt die Glocke um. Und da wären wir auch schon. Nicht, dass der Weg so weit gewesen wäre. Ich finde es ein bisschen kritisch, dass die Schule direkt neben unserer Arbeitsstelle ist. Am besten fangen wir mit dem Äußeren an. Das Gebäude könnte wirklich etwas mehr Charakter vertragen. Änderungen können wir später immer noch vornehmen. Sollte etwas nicht passen, sei also ganz spontan. Nee, ich finde das Schwarz doch eigentlich ganz cool. Nee, so eine Goldglocke ist schon. Das ist schon. Ist das Äußere so in Ordnung? Ja. Ist jetzt nicht die krasseste, aber. Hey, wirklich sehr gut gelungen. Dann können wir als nächstes an die Inrichtung gehen. Ja, okay, ist vielleicht nicht die hübscheste Schule, aber ich mag irgendwie so ein Schwarzdach eigentlich immer ganz gerne. Ui! Macht bloß keinen Platz da drin. So, nun, also die Inneneinrichtung. Da erwartet auch eine Menge Arbeit auf uns. Ich freue mich wirklich, dass du willst. Die wichtigsten Sachen zuerst. Eine Schule braucht die richtigen Möbel, Tische, Stühle und so weiter. Wenn du so drückst und den Auftrag wählst, erfährst du, was gebraucht wird und in welcher Menge. Ein Raum dieser Größe wirkt allerdings überfüllt, wenn man zu viele Möbel hineinstellt. Doch ich kenne da einen Trick, mit dem man sich behelfen kann. Dir wird er sicher auch nützlich sein. Wenn ein Raum zu groß oder zu klein für die von dir gedachte Einrichtung ist, dann solltest du mit so runter in den Einrichtungsmodus wechseln und die Größe des Raumes anpassen. Probier es mal aus. Sag mir dann einfach Bescheid, wenn du hier fertig bist. Du schaffst das schon. Einrichtung einrichten. Beachte stets, wie viele Items jedes Typus platziert werden muss. Die Vorgabe ist nur das Minimum. Im Auftrag ist aufgeführt, welche Typen und wie viel Stück davon du benötigst. Du kannst hier auch Items nach Typ sortieren aufwählen. Ihrer Tisch. Habe ich denn so einen Tisch? Noch so eine Eishütte. Obwohl. Weg. Eins, zwei, drei. Wir machen das anders. Wie war denn das so? So, drei, vier. Das finde ich dann halt wieder ein bisschen kritisch, ne? Ich meine, ich brauche 4 Stühle. Aber ich habe nur 2 Bänke, oder wie? Bemerken Sie den Fehler. Was hat sie gesagt? So? Raumeinstellung, du kannst die Raumgröße anpassen, Fenster hinzufügen oder entfernen und den Eingang verändern. Das ist nicht. Das ist schon schöner. Ja, natürlich Fenster. Moment, was ist? Ach, der Boden ist es. Aha. So. Wenn er jetzt nämlich mal so guckt, wir haben hier wir machen das anders, die Tische kommen hier oben hin. Ich hoffe, ich habe auch sowas wie eine Tafel. Das hier. Auch nehme ich. Hörsaaltisch. Ich hätte ganz gerne so einen Hörsaaltisch nehmen. Genau. Dann nehme ich genau hier hin.
Und da nehme ich noch zwei Sitzen. Weil sonst wird es einfach keinen Sinn machen, wieso wir... viele Tische haben. Bin ich grün, finde ich. Bitte lass mich auch ein bisschen grün machen. Nein! Bitte komm's weg. Es wäre so schön gewesen. Das wäre so schön gewesen, aber ich finde halt die... Jetzt halt beige-grün irgendwie voll cool. Müssen die halt nämlich schon mal ein bisschen angepasst werden. Sieht halt irgendwie freundlicher aus. Aber die Stühle sehen auch sehr unbequem aus, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob ich mich da draufsetzen würde, also so längere Zeit. Aber wie cool ist das denn, dass wir jetzt im Prinzip... Ah, okay, den darf ich nicht anpassen. Wieso habe ich zwei Linke geholt? Das ist doch total dumm. Mal bitte hier so hinten hin. Das Skelettmodell finde ich eigentlich hübsch. Hausaufgabenset. Da so in der Ecke. Fremdsprachen oder Mathematik? Mach mal Fremdsprachen. Tun wir einfach mal so. Mathe ist nicht so mein Fall. Gebe ich ehrlich zu. Und wir wollen noch lustig. Wir wollen noch lustig sein. Natürlich die obligatorische Wanduhr. Man kennt's. Da haben sie alle drauf gestarrt. Komm, jetzt übertreibst du auch. Weltkarte. Müssen wir vielleicht hier hinten auch noch. Hinten noch. So ein Aushang ist ganz cool. So für Neuigkeiten. Ach ja, jetzt müssen wir die Wand müssen wir auch noch. Wer hatte die auch damals? Ging denn immer so streifenweise? Zog die sich so durch die komplette... beziehungsweise durch die Räume. Dojo-Wand. Ja, Betonwand hätte ich jetzt ungern. Spinntapet hätte ich ganz gern ungern. Das machen wir als Kontrasttapete. Kann ich kurz gucken, wie das aussieht? Mies, das ist mehr was fürs Büro. Aber Spinnen finde ich halt auch mal so. Das ist eigentlich schon cooler. So, zuck. Kontrasttapete mal. Ja, ich finde, das sieht gar nicht so blöd aus. Obwohl das jetzt natürlich hier mit dem... ja, mit dem Poster nicht so wichtig passt. Und dann darf im Boden hin. Wie Fliesenboden, Blumenwiese.
Bonobo-Bohnen. Bornhallenbohnen. Wer kennt sie nicht? Immer bitte Schuhe mit schwarzen. Nee, Quatsch, mit weißer Sohle, damit es keine Striche auf dem Boden gibt. Wollen wir den noch einen Teppich reinknallen? Ich glaube nicht. Ah, wie süß! Gibt's auch eine krasse Uniform? Das ist Brokkettkleid. Das ist ja ganz süß hier, die Krawattenuniform, aber da fehlt dann halt der Rest. Ich hätte ganz gern so einen Mannequin, den ich da denn hinsetzen könnte. Ja, natürlich cool. Kann ich dich da so draufsetzen? Sich mal so richtig an der Ecke, so dass das Fenster vielleicht ein bisschen freigeteilt ist. Aber mir fehlt irgendwie noch ein Blümchen, so ein Pflänzchen. Wäre eigentlich ganz cool. Muss ich erstmal. Ich hab auch was im Auge. Sorry. Genau sowas dachte ich. Schön hier in der Ecke. Wer kennt die nicht, ne? Die obligatorischen Blümchen in der Schule, die dann alle übers Wochenende bzw. über die Ferien dann mitgenommen wurden, mitgenommen werden mussten. Vielleicht kennt das nicht. Aber ich kenne das noch. Mussten die immer mitgenommen werden. Irgendwie nicht so das, was ich mir erhofft habe. Und jetzt Bilder und Poster und Wände und Multischalter. Wer kennt's nicht? Ja, eigentlich finde ich die ganz schön so. So vier Reihen. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass nicht alles. Kein Kram. Dass nicht alle was auf dem Tisch. Aber ich finde. Was soll denn mit dem Nähset auf dem Tisch? Das muss schon so ein bisschen zur Schule passen. Und da sind Hausaufgaben halt immer besser. Feuerlöscher, der kommt hier unten in die. Ist wichtig. Das dunkelgrüne. Okay, das Hausaufgabenset kann ich nicht verändern. Aber dich kann ich nochmal umgestalten. Enzyklopädie. Gucken wir uns Schmetterlinge an. Bin echt zufrieden mit meiner Schule. Sieht schön aus. Wie läuft's denn so? Fertig. Gut, dann lass uns überlegen, wer hier arbeiten soll. Du kannst die Belegung später noch ändern. Also, wenn du. Wen möchtest du einstellen? Einrichtungspersonal auswählen. Mit Hilfe von. So kannst du Kunden für die Arbeit in der Einrichtung anheuern. Wieso Carlos? Kann ich nicht irgendwen anders? Wie sieht denn Hennes aus? Ich weiß nicht, Carlos passte gerade irgendwie so.
Kann ich denn das Auto checken? Sorry, ich musste gerade niesen. Kann ich nochmal das Outfit? Das ist so. Sehr gut, ich werde mich sofort mit unserer neuen Lehrkraft in Verbindung setzen. Einen Moment noch, da sollten wir unserer neuen Schule einen Namen geben. Wenn du eine Idee hast, möchte ich sie hören. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Wir können uns auch später noch für einen Namen entscheiden. Oh mein Gott. In Ordnung, Ron, hattest du gedacht? Wie viele Buchstaben habe ich denn? Ach du Gott. Ich brauche einen Namen für eine Schule. Oh mein Gott. Weiß nicht. Akademie? Wieso? Ach ja, der Name lautet also Akademie. Ja. Sehr gut, damit steht der Name fest. Ich würde ganz gerne doch nochmal das Äußere ändern. Jetzt hast du aber auch kein Foto gemacht. Gib mir nochmal ein schönes Bild. Noch eins. Oh, die tragen noch alle Uniform. Jetzt sollte ich doch nochmal das Äußere ändern. So ein Backstein-Ding wäre eigentlich ganz cool. So, ich habe alle hergerufen. Als die Lehrkraft dann hier war, brauchten wir auch Schüler. Und dank dir lernen nun alle fleißig. Ah, wir sollten gleich ein paar Fotos für unser Konzeptportfolio machen. Anschließend treffen wir uns dann draußen, um das Ereignis zu feiern. Was gibt's? Ah, nichts. Das wurde schon. Oh, tja, dann lass es mich wissen. Warte, du hast doch gar nicht gesagt, was du vorhast. Ich hab doch schon ein Foto. Großartig, lass es nach draußen gehen. Ich hab doch schon ein Foto. Und nun? Heute nehmen wir ein ganz besonderes Erinnerungsfoto von unserer Schule auf. Vielen Dank. Diese Region ist mit dem Bau der Akademia-Schule jetzt noch attraktiver. Dank dir, Maika. Ich bin gespannt, was die Zukunft für die Schüler und Lehrer bereithält. Und nun gebe ich weiter an die Projektleiterin für den Bau dieser Einrichtung. Maika, möchtest du einige Worte an uns richten? Ich bin so glücklich. Vielen Dank. Zum guten Schluss sollten wir noch ein Erinnerungsfoto aufnehmen. Ich finde dieses Foto ja sehr gelungen. Was meinst du, Maika? Ist perfekt. Ja, das finde ich auch einfach perfekt. Das war's. Gebt auf den Heimweg auf euch gut Acht. Naja, der Heimweg ist jetzt nicht so weit, ne? Ach, hätte der Affe nicht eben gerade springen können? Weißt du was? Ich glaube, wir haben heute richtig gute Arbeit geleistet. Ich bin schon mal einen kurzen Blick hineingeworfen. Die Schule sieht klasse aus. In seiner Schule würden sich meine Noten sogar in meinen schlechtesten Fächern verbessern. Sigmar war sehr beeindruckt davon, wie durchdacht alles eingerichtet ist. Oh ja, dank der hervorragenden Arbeit von Maika wird uns jeder um diese Schule beneiden. Wer sagt denn, dass man in einem Inselparadies nicht lernen kann? Ich habe von Carlotta erfahren, dass sie dir erklärt hat, wie man die Größe eines Raums ändert. Und das bedeutet... Was ist denn, Bono? Ach, mir ist nur gerade eine brillante Idee gekommen. Aber die behalte ich erstmal für mich. Wie? Das ist nicht fair. Aber du musst uns versprechen, uns bald davon zu erzählen, ja? Gut, also weiter. Das war ein extrem großer Auftrag und die Bezahlung ist natürlich entsprechend. Hier sind 25.000 Poki für deine harte Arbeit.
Ich habe große Pläne. Auch bei der nächsten Einrichtung, an die wir arbeiten, werde ich deine Hilfe benötigen. Werden weitere Ferienhäuser gebaut, erhalten wir auch bald die Genehmigung. Danke also für die Mühe. Da fällt mir ein, lass es mich wissen, falls du die Schule einmal umbauen möchtest. Und ich danke dir erneut für all deine Hilfe. Hat die mich jetzt wieder rausgeschmissen? Nein. In Ordnung, möchtest du für heute Schluss machen oder lieber etwas länger arbeiten? Ich arbeite weiter. Wunderbar, es ist immer eine gute Idee, die Besucher unserer Insel aufs Geschäftliche anzusprechen. Gib dein Bestes. Kann ich etwas für dich tun? Reden wir über Einrichtungen. Du möchtest also an der Schule arbeiten. Was möchtest du tun? Umbauen. Ja. In Ordnung, dann sollten wir uns das gleich einmal ansehen. Ich will nur die Außenfassade machen. Weil wir hatten ja Backstein, ne? Für die Außenwand. Gut, an die Arbeit. Und wie läuft's? Das Äußere ändern. Oder hatten wir keinen? Holz? Nee, wir hatten ja keinen. Schade, ich hätte gedacht, ich hätte Backstein gehabt. Ich glaube, ich nehme die Beige-Fassade. Die tut, glaube ich, nicht so weh. Prima, ein toller Anblick. Gut gemacht. Warte, du hast noch gar nicht gesagt, was du vorhast. Ich will eigentlich jetzt alles beenden. Und wie läuft's? Fertig. Gut gemacht, dann werde ich allen Bescheid sagen, dass ich zur Schule zurückkehren kann. Einen Moment noch, vorher sollten wir unsere Schule... Nee, der bleibt so. In Ordnung, wenn du noch den Namen ändern möchtest, lass es mich später im Büro wissen. Der macht jetzt aber nicht nochmal auf. Wir haben doch schon ein Foto gemacht. Achso, jetzt machen wir noch eins. Das finde ich schön. Was der Carlos? Der Carlos bringt ihm bestimmt Spanisch bei. Ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal so ein Erinnerungsfoto schießen. Ich habe alle mitgebracht. Lass es mich wissen. Was gibt's? Kehren wir zurück. In Ordnung, lass uns zurückkehren. Dankeschön. Schade, die Außenfassade ist leider nicht so geworden, wie ich mir das erhoffte. Ich krieg nochmal Geld, einfach nur, weil ich ein bisschen umgebaut habe. Ja gut. Nee, ich arbeite nicht weiter. Aber ich beende den Part für heute. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Eure Meinung zu meiner Schule würde mich sehr interessieren. Wir schauen mal. Der Wolf ist noch da. Sehr gut. Eine modische, funktionale Einrichtung. Rhythmus. Kaffee. Videospielautomaten. Und was dazu? Okay. Wir nehmen auf jeden Fall hier die Dame beim nächsten Mal. Ich sage aber trotzdem Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann Daumen da lassen, Kommentar da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und bye bye.